Thank you.
Herr Bürgermeister, grüß Sie gut. Hallo, grüß Gott. Wir haben heute von einem Leichnam in Waging. Wir haben es erlebt, es war sehr feierlich, es war sehr schön. Wir haben Sie die Prozession empfunden. Also für mich ist das einfach ein Ausdruck der Zusammengehörigkeit der politischen Gemeinde und der Kirchengemeinde. Ich selbst bin natürlich Katholik und ich denke, das ist für uns alle gemeinsam ein Feiertag. Aber gerade in schwierigen Zeiten war ja das für die Politiker oft nicht einfach, da mitzugehen, und trotzdem haben sie es immer. Für einen persönlich, was hat so eine Prozession einen Wert? Hat das was mit Tradition zu tun? Geht es ein bisschen tiefer eigentlich? Also zunächst einmal, ich denke, ist es natürlich im christlichen Glauben begründet, aber zum anderen ist es eine große Tradition. Man sieht ja, wie der ganze Ort rausputzt ist, wie er beieinander ist. Und von daher gesehen, ist es eigentlich gar nicht vorstellbar, dass man sowas nicht mehr hätte. Und ich möchte mich da auch ganz herzlich bedanken, dass wieder so viele Leute mitgegangen sind und mitgemacht haben. Es sind die Kindergartenkinder mitgegangen, es sind die Kommunionkinder mitgegangen. Hat das was mit der Gemeinschaft zu tun? Sieht man da die ganze Gemeinde? Ja, natürlich. Es hat unbedingt was mit Gemeinschaft zu tun. Und es ist ja auch in die Fürbütten rausgekommen. Es ist angegangen, in dem Fall, weil es so rumgegangen ist, mit unseren Senioren im Altenheim. Und es ist sehr viel über Jugend gesprochen worden. Das heißt, es geht natürlich um Gemeinschaft. Und so eine gemeinsame Prozession, die fördert die Gemeinschaft. Und genau das brauchen wir heute in einer Zeit, wo leider viele Leute sich absondern und eine Welt für sich leben.